Und ich schlafe und ich schlafe und ich schlafe und ich schlafe und ich wache auf. Wer wagt es, mein Gemach zu betreten? Ist das hier Dings? Unser Koch? Okay. Ich habe die Stimme noch eigentlich nicht im Kopf, ey. Okay, cool. Ich glaube, dieser Zoom irgendwie kommt immer nur, wenn ich irgendwie zum ersten Mal von dieser Person aufgeweckt worden bin, ne? Das war, glaube ich, das erste Mal, ne? Im zweiten Mal kommt er nicht. Ja. Okay, cool. Und immer kriege ich irgendwie C2 als erstes. Also auch ein bisschen komisch. Übrigens, yo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Wir spielen Fire Emblem Engage. Wie geht's, wie steht's? Heute knöpfen wir uns Kapitel Nummer 14 vor. Und wenn ich mich nicht irre, dann müssen wir gegen Hortensia kämpfen, also Ivys, ich wollte das Freundin sagen, Schwester, ihre kleine Schwester. Und ich glaube, irgendwie so was in der Art wurde irgendwie letztens gesagt, ne? So storymäßig, oh, die greift, ich glaube, die greift Solm an, ne? Also den Content, wo wir jetzt gerade drauf sind in der Story. So, ich habe offscreen wieder, wie man sieht, ja, einige Supports gefarmt, ne? Die können wir uns mal kurz angucken. Vorher habe ich noch einige Charaktere wieder hier mit den Emblemen trainieren lassen, und zwar nur 3 Charaktere diesmal. Fram, welche jetzt eine Kampfmeisterin ist, habe ich mit Ike trainieren lassen, damit sie Verteidigung +2 bekommen. Und Louis, damit er auch ein bisschen Verteidigung bekommt, was jetzt, weiß ich nicht. Ich meine, er hat schon genug Verteidigung, aber warum nicht, ne? Mit Geschwindigkeit kann ich nichts anfangen. Ich habe übrigens der Silberlanze hier Ikes Ding ist hier reingepackt, also Gravur oder wie auch immer man das nennt, ne? Und ich kann nur sagen, die Fähigkeiten von Ike, die man bekommt durch Gravierung, sind echt nicht gut. Mal schaut euch das an, okay? Wenn ich zum Beispiel hier mit, keine Ahnung, ein Leichtschwert nehme, ne? Und ich packe hier ein Radiance Zeichen rein, also als Zeichen von Ike, ne? Dann sorgt dafür, dass die Waffe stärker wird, aber auch sehr viel mehr Gewicht bekommt. Das ist ein Leichtschwert, ne? Das ist wahrscheinlich die leichteste Waffe, die wir haben, ne? Mit einem Gewicht von 2. Wenn ich da Ikes Ding einpacke, dann hat die ein Gewicht von 17, was irgendwie schwerer ist als ein Tomahawk, glaube ich. Ich glaube, im Moment unsere schwerste Waffe ist. Das ist vollkommen dämlich. Aber daraus kann man auch seinen Nutzen machen. Ich habe zum Beispiel hier auf Louis Silberlanze habe ich Dings draufgepackt, das Zeichen von Ike, was das Gewicht auf 28 hochgeschraubt hat, aber bei Louis macht das keinen Unterschied, weil der ist sowieso voll langsam. Ich glaube, wenn ich Ikes Dinge nicht darauf gepackt habe, hier Gewicht 13, ich glaube, Louis wäre sowieso irgendwie runtergeschraubt worden von der Geschwindigkeit her und wäre auf Geschwindigkeit 1. Von daher macht das jetzt keinen Unterschied, ob das Ding jetzt irgendwie 13.30 Uhr wiegt oder so. Wäre sowieso irgendwie auf Geschwindigkeit 1 oder 0 oder so. Von daher habe ich dann einfach da drauf gepackt. Ne? Sonst wüsste ich nicht, wo ich das sonst drauf packen soll. So. Ivy habe ich auch mit Lin trainieren lassen, damit sie Geschwindigkeit +2 bekommt. Ne? Magierin, Geschwindigkeit, ne? Macht Sinn. Und boah, mein Hals bringt mich um, ey. Aber morgen gehen mir die Videos aus, deswegen muss ich mal wieder mal aufnehmen. Deswegen sind schon wieder am Planschen. Wir gucken uns kurz mal die. Ach, ich vergesse das jedes Mal, dass ich das in mein Zimmer machen muss. Da können wir uns die ganzen Supports noch mal anschauen. Und da habe ich nämlich die Supports von, nenne ich die Supports, die Bündnisgespräche von den 3 verzeichnet. Weil, wie gesagt, die werden immer automatisch ausgelöst, deswegen muss ich immer zurückgehen. So, Fram und Ike hat nein.
Komischerweise in den Dialogen haben die immer noch die alten Klamotten an. What? Die Stifte sind zu schwierig für mich. Außerdem kann ich nicht lesen und schreiben. Kann er das aber, glaube ich, gar nicht. Hat, glaube ich, mal irgendjemand gesagt. Oder er kann nur so ein bisschen. Weiß ich nicht. Nur Ivy und Lane. Hey, er ist fast. Nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, deren Namen klingt sehr gleich. Drei Buchstaben, ein Y drin. War er nicht böse? Cool. Also wurde er nur manipuliert von den Dämonen oder so. So, und dich habe ich auch mit Ike trainieren lassen. Für ganze zwei mehr Verteidigung. Du hast überhaupt nicht notwendig hast. Aber warum nicht, ne? Okay. Und da war schon. Dann können wir jetzt hier uns die Supports, die können wir uns eigentlich auch für die anschauen, ne? Aber ich muss ja sowieso noch kochen. Von daher gehen wir da hin. Und ja, ausrüstungsmäßig und so habe ich alles vorbereitet. Also das dürfte schnell gehen, je nachdem, wie viele Charaktere wir mitnehmen können im nächsten Kapitel. Ich hoffe, ja, es sind 10, so ungefähr. Ich habe, glaube ich, 11 Charaktere gerade ausgerüstet. All die Charaktere, die noch unter Level sind, so auf Level 14 rumocken und so. Und Frappen, weil Heiler. Ich habe übrigens John, ich habe den Spielstand nochmal geladen, bevor ich die entwickelt habe. Ich habe John jetzt noch nicht die Klasse wechseln lassen. Einfach nur, weil ich mir nicht sicher bin, was ich ihn machen will, ne? Weil hier haben wir einmal ein Kampfmeister, ne? Ich kann ihn zum Kampfmeister oder ich kann ihn zum Oberpriester ja machen, ne? Und ich habe so oft irgendwie darüber nachgedacht, so was ich dem machen werde, weil Kampfmeister haben wir bis auf Fram niemanden, ne? Von daher wird sich das eher anbieten, ne? Aber ich will nicht beide in die gleiche Klasse irgendwie reinpacken. Vor allem sehen deren Klamotten exakt gleich aus, nur hat die irgendwie andere Farben haben, hat mich auch ein bisschen stört. Aber Kampfmeister, wie gesagt, wir haben nur einen Kampfmeister, was Fram ist, ne? Also, und keine andere Klasse scheint doch irgendwie dieses hier zu haben, hier Adept. Also diese Fähigkeiten hier irgendwie Verbündete, die neben einstehen, zu beschützen. Also wird schon mehr Kampfmeister bringen, ne? Obwohl seine Werte nicht so physisch ausgelegt sind. Er hat eine Menge Verteidigung. Er hat eine Verteidigung von 18, was absolut krass ist. Habe ich gar nicht gemerkt. Das heißt, er kann locker an der Frontline gehen, ne? Mit ihr, ne? Also mein Plan ist, ich spiele jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie einen Kampfmönch und so. Oder einen Oberpriester oder irgendwas anderes. Dann wird mir die Entscheidung, glaube ich, ein bisschen einfacher hier machen. In was ich ihn verwandle. Deswegen warten wir noch ein bisschen, ne? Ich hatte ihn sowieso noch nicht benutzt, weil ich nicht mit drei Reihen irgendwie in den nächsten Kampf gehen, ne? Ich wollte sowieso Ivy mitnehmen, weil Ivy ist die einzige unterentwickelte Klasse, die heilen kann. Und dann, falls wir zwei Heiler brauchen, noch Fram. Und dann hätten wir zwei Heiler. Brauche ich jetzt nicht noch John auch noch entwickeln. Also spielen wir noch ein bisschen weiter, gucken wir noch, was für Einheiten wir so bekommen, ne? So, apropos Einheiten, Supports. Wir schauen uns jetzt alle möglichen Supports an. Nicht freigeschaltet, habe ich wieder hübsche Steine und so was alles verteilt und Schutzsymbole oder wie auch immer die Dinge heißen. Und anscheinend bekommen wir auch Support-Bonus im Kampf, deswegen sollte ich die vielleicht so früh wie möglich machen, damit die Kapitel ein bisschen einfacher sind. So ein ganz kleines bisschen. あなたのことを頼もうと思います。そんな大げさな。さすがに丁ちゃうよ。でもさ、そんなに褒めてくれるなら2人で食事でもどう？食事？神竜様と私的な会話もしてみたいんだよね。そう、好きな人のタイプとか。それはちょっと人に言えない恥ずかしい願望でもいいよ。
Aber warum sollte ich das machen? Meine Kehle bringt mich um, ne? Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht vom Aufnehmen. Weil ich noch genug Parts hatte, aber mein Gott, ey. Und ich habe mich morgen noch mit dem Vegas hier verabredet, ein bisschen Multiverse zu spielen. Das werde ich, glaube ich, nicht überleben morgen. Aber morgen gehen mir die Parts aus. Und meine einzige andere Alternative wäre, dass ich morgen noch aufnehme. Aber dann, weiß ich, dann spiele ich mit dem Vegas ein paar Stunden und dann am Ende noch mal ein paar Stunden aufnehmen. Ich dachte, da würde ich nicht überleben. Deswegen habe ich das heute schon. Also wenn ihr einige Multiverses Parts hier anschaut, und ich irgendwie ein bisschen heiser klinge, dann wisst ihr Bescheid, ne? So. Weiter mit den Supports. Ist gerade eingefallen, ich kann ja auch im Menü mal aufrufen. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen räusper hier hin und wieder. Oh mein Gott. Hab noch ein bisschen Honig heute verschlungen, manchmal wie Hustensaft schmeckt, was also voll ätzend ist, hat nicht so viel geholfen. Also ja, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, entschuldigt. Aber mein Gott, meine Kehle tut so weh. Und die will einfach nicht verheilen. Das ist schon seit ein paar Tagen so. Die wird einfach nicht besser. Von ihm haben wir noch gar nichts gesehen, glaube ich, ne? So, Ember. Gehen wir einige Seiten, ja. Ich habe natürlich den Charakteren alle Geschenke gegeben, die noch C sind, ne? Also die noch nicht C sind. これ船まま全員。こんばんは。今フンフンと言っていたのはあなたですか?そうですよ。故郷のアルパカたちに話しかけてたんです。え?俺の故郷はブロディア王国アルパカの里。小さい頃からアルパカと一緒に過ごしてきました。だから故郷のあいつらのことが時々恋しくなっちゃって耐えきれなくなった時は我慢せず夜空に向かって話しかけてるっていうわけです。ダン、コムシ、アンゲフロー。バカゲタことだってのは分かってます。俺の呼びかけが届かないってことも。でも、こうしているともしかして。ミミルさん、プロスアルパカシグナル。アルパカシグナル。アルパカ。アンバーの思いは。 Okay, sich unterhalten mit Fogado geht nicht, aber hier Alpaka schreie nachzuahmen, das ist vollkommen normal für ihn, alles klar. Ivy, よけんがなければあなたのそばにいたらダメなのかしら。そんなことは。なるほど、ノックスターカー。そう。なら気にしないで。気になりますよ。そんなに怒った顔でじっと見られては。あの、イルシオン王国は邪竜を信仰していますよね。だから私に対して抵抗がある気持ちは理解できるつもりです。 あなたは私の気持ちなど何も理解できていないわ。では、アイビーが何を考えているのか、せめて話してほしいです。そうすれば
お互いに歩み寄ることもできると思います。そうね。もう少し慣れたら話しましょう。でも今はまだ無理よ。だから猿は、さよなら、私の神様。神様。Okay. Und ach, sind ja noch mehr. Ihr beiden, genau. Ich habe ja einige Teammitglieder. よく来てくれた。あ、ね。ちょっとだけ待ってくん。あ、料理の新作を作った。お前に試食してもらいたい。Es ist Wolfsfleisch。世界に平和が訪れたら、実家の食堂を再建したいと思っている。その時のためにも、暇を見ては新しい料理作りに励んでいるんだ。そうなんだ。すごいね。 Er klingt jedes Mal, als wäre irgendwie, als hätte er gerade jemanden umgebracht. Hier, hier ist mein neuestes Rezept. Ich nenne es Menschenfleisch. Hier, es ist zum Sterben gut. なんだこれは。鶏肉が溶けるように柔らかい。口の中に素朴な旨味が広がっていく。素材本来の味とでもいうのかな。香辛料たちは鶏肉の旨味の邪魔をせず互いに引き立て合って見事に共存し。あ、ね、味噌汁を食べる。ごちそうさま。 すごいよボネ。とっても美味しかった。よかった。寝る間を惜しんで作った甲斐があった。今日はよかった。dass mein Essen dir geschmeckt hat. Sofort einfach ihr was zu essen gemacht. Okay. Und ihr beiden. Ja, all die Charaktere, von denen ich denke, die sind Nissan. Sag ich doch. Die beiden sind verwandt. Dann hätten wir nie herausgefunden, wenn wir diesen Sport nie gesehen hätten. ラクに話せって言ってるんだ、パネトネ。兄さんはどうして聖職者なんかしてんだよ。だけ聞くかと思えば、叫びたりの父親と。あの、してべ。アタイたちの両親は最低だっただろう。なのに、なんで両親の意思を継いで実家の教会を守っているのか疑問なんだよ。パネトネがいなくなった後、 両親が蒸発したって話はしたよな。ああ、俺は教会を愛してくれる人たち。ケンピン。ich weiß gar nicht wie er auf Deutsch heißt, mit den Linkwind. So wie Jotaro. Ja, alles klar. Ist ein bisschen merkwürdig, weil sie und hier Wolf Lady sind von Timera hier Gefolgsleute, ne? Und wer war hier gruseliger Koch und ich habe noch nicht alle Namen hier drauf. Vor allem, weil ich die noch nie benutzt habe. Pandreo und gruseliger Koch sind von Fogado, ne? Fogado, ja. Von daher. Vielleicht sind ja alle miteinander verwandt. Vielleicht ist er und sie ja auch verwandt, ne? Gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe. Ne? Weiß ich nicht.
jetzt irgendwie nicht gehört, irgendwie ob da, ob die verwandt sind aus dem Support. Ich habe da irgendwie nicht daraus gehört. Oh ja, gut, dann sind wir fertig, ne? Ne, kochen muss ich noch, ne? Kochen und sonst nichts mehr, ne? Vielleicht noch ein Support, keine Ahnung. So, Essen. Oh, perfekt. So, ich letztens schon gekocht. So, wen haben wir denn noch nicht hier supportet? Okay, da war jemand. Kagetsu, Selkov. Das ist der einzige, den wir noch nicht haben, ne? Kagetsu und... Also mein Hauptcharakter hat sowieso C mit jedem schon, ne? Also macht das keinen Unterschied. Kagetsu und Selkov würde ich dann sagen, ne? Ja, ich will lieber ein C freischalten. Schon B. Aber die beiden. Na. Ach, er ist schon nach Dings sehr sortiert, ne? So, Geschicklichkeit, Stärke, Magie, Geschicklichkeit. Ich nehme mal, wir nehmen das hier, ne? Ich habe keinen Trockenfisch. Dann nehmen wir Erbsenpüree, muss ich sagen, ne? Stärke, Verteidigung, Geschicklichkeit, keine magischen Werte, aber was soll's. Ja, warte mal. Sind Bohnen Obst oder Gemüse? Gemüse, ne? Oder überhaupt, ne, Bohnen ist gar nichts, ne? Doch Gemüse, ne? Weiß ich nicht. Egal. Obst ist alles, was am Bäumen weg, Gemüse ist das, was im Boden ist, ne? Erbsen wachsen aus dem Boden, von daher Gemüse, ne? Ein wundervoller Geschmack. Okay. Ein Support habe ich noch freigeschaltet. Ich habe trotzdem resistent bekommen. Koche 10-mal, cool. Wenn wir schon dabei sind, ich vergesse es sowieso immer. Erfolge, da fällt mir außerdem gerade ein. Ich wollte sowieso wieder was spenden. Einfach nur, damit ich vielleicht im nächsten Kapitel ja mal ein Tier mitnehmen kann. So. Damit habe ich danach auch natürlich kein Geld mehr. Aber was soll's, ne? Bahnfragmente, Zeugs. Leider nicht viel. So, das nächste Level werde ich aber wahrscheinlich nicht kriegen. Nationalkleidung, Begleiterpaket. Ist sowieso alles so teuer, Mann. Und auch schon wieder Fragmente. Können wir hoffentlich am Ende des Parts oder des nächsten Parts ausgehen. Und ein Support. Ich habe einen Support. Ich habe die beiden hat nein. Da müsste ich auch jeden. Ich habe jeden auf C mittlerweile. Boah, schlecht. Kagetsu, my man. シンリュウ殿は竜族なんじゃよな。竜族とは人間とどう違うのじゃ。人間よりも長寿だったり身体能力に優れていたりですかね。見かけはほとんど人間と変わりませんよ。君たち、アイキンドラハンパパだよ。シンリュウ殿は千年もの間空の上で眠っておったそうじゃが。 何をきっかけに目覚めたのじゃ。まさか寝飽きたというわけではあるまい。それはよくわからないんです。では眠る前は何をしていたんじゃ。ごめんなさい。それは残念じゃの。カ月はどうしてそんなの決まってやろう。 Ich habe dich doch nie in einen Kampf mitgenommen. Ich
Bin ich jetzt blöd oder ist natürlich falsch geschrieben? Ist ja nicht ein H? Nee. Oh mein Gott, Deutsch, so eine schwierige Sprache. So, wir haben jetzt jeden auf C supportmäßig, das ist nicht schlecht, ne? Das heißt, wir können jetzt weitergehen in der Story. Ja, alles andere habe ich gemacht, ne? Ich tue immer wie blöde schon vor den Aufnahmen, also Stunden vor den Aufnahmen alles vorbereiten, ne? Und dann am Ende in der Aufnahme bin ich immer noch paranoid, dass ich irgendwie was vergessen habe. So, das sieht jetzt irgendwie so von der, obwohl da könnte noch ein Kapitel in Solm kommen, ne? Da unten links ist noch irgendwas und da oben ist noch mal, da sind glaube ich alles Nebenquests, ne? Ja, Palast, das klingt schon irgendwie so nach Ende von unseren Abenteuern hier, ne? Ah, und hier kann ich nichts mitnehmen, so wie das aussieht. Verdammt, das habe ich voll umsonst hier alles. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich, je mehr ich spende, desto mehr Sachen kann ich irgendwie nach dem Kampf hier einsammeln, ne? Liegt das da? Ist das das? Ich weiß das nicht. Ja, mach so, wir sind jetzt in Kapitel 14. Basis Level 17. Das heißt, wenn das nächste, wenn der nächste Kampf danach Basis Level 19 ist, dann könnten wir einige Nebenquests vorher machen. Hier mit Lucina und Lin oder was auch immer das ist, ne? Weil wir auch wahrscheinlich bitter notwendig haben. So, jedenfalls, Kapitel 14, Palast von Sol. Die Armee des Wirbgottes erfährt von Hortensias Angriff und eilt sofort zurück zum Palast von Sol. Das wäre jetzt dann ein dritter Mal, dass wir gegen die kämpfen, ne? Gut, warum nicht? Ich habe beide meine Schützen letztens nicht benutzt. Beide sind unterlevelt. Sie ist vielleicht immer noch auf einem fliegenden Tier, ne? Auf einem Drachen. Oder was? Pegasus? Pegasus, ne? Das heißt, ja, die hat keine Chance.私は紋章師の指輪を持ってるの。女王の首を折るなんて、かやすいんだから。すまない。私が甘かったよ。妹王女はまだ、あちらさん側だったとはね。他にいるシオン兵はいません。まさか一人でここに。ええ。お姉様とはぐれたって嘘ついたら、あっさり城内に入れてくれたわ。 Ist ein wenig Dreck neben uns. お姉様。私てっきりお姉様は死んだと思ってたのよ。生きてるって知った時は嬉しかったのに。どうしてそっち側にいるの？それはお父様がソンブル様に準じた以上。 Also nicht letztens noch irgendwie voll wütend, weil sie gedacht hat, Ivy wäre tot. Entschuldigung, das ist meine Mutter da. あなたに指輪を渡す気はない。ミスチラ王女。指輪を渡したら、チャリオが力を得てしまったら、この国は民たちは滅んでしまう。母さんを人質に取って勝ったと思っているのなら甘いわ。私はたとえソルム王家の誰を危険にさらそうと、最後まで指輪とこの国を守る。二人ともよく言った。
Das klingt schon, als würden wir hier gleich einen sehr emotionalen Kampf haben. Von der Musik her. Ja, habe ich den ganzen Tag Zeit. Fuchs mich gefäß ab. Na, vielleicht schließt sie sich uns direkt an. Oh Mann. Ja. Das war ihr Name. Ich muss den Namen der Blut von dir noch auswendig lernen. Schließt uns an mit deinem Ring. Wen hat sie? Hat sie beide? Marlon, verdammt, müssen wir gegen die alle kämpfen. Schon ein bisschen zu früh. Sie einfach zu ihnen hingegangen, hat die Königin mitgenommen. Ernsthaft? もう少しで指輪が揃います。様子がおかしいです。指輪を集めたら、そうすればお父様はもちろんハイヤシンス王は蘇ります。
Irgendwas sagen wir, sie wird sich uns nicht anschließen in diesem Kapitel. Nein, rote Augen. Kein gutes Zeichen. Ah, Mann. Also keine Hortensia in diesem Kapitel. Na gut. Müssen wir gegen hier die eine jetzt auch kämpfen wahrscheinlich, ne? So. Also, ich kann 12 Einheiten mitnehmen. Cool. Das sind alles die Charaktere. Ah, perfekt. Ein Charakter, den ich reingegeben habe. Plus Fram. Weil zwei Heiler. 12 Einheiten werde ich definitiv 2 Heiler brauchen. Oh, Entschuldigung. Okay. Da haben wir Truhen und alles andere coole, was wir vielleicht brauchen können. So. Hortensia, Zephyr, Mani und Morvio besiegen. Das klingt sehr tough. Und sie ist der Boss hier. Ah, sie hat schon wieder. Nee, da ist nicht, was sie letztens hatte, ne? Luin, das von bei Lev. Okay. Luin war doch, glaube ich, die ultimative Waffe von hier Ingrid, ne? So, diesmal müssen wir so gegen. Ja, 24 klingt aber doch noch ein bisschen zu heftig. Königsritter Level 5. Orkanaxt. Die klingen schon ein bisschen zu, aber die haben nur einen Balken, sehe ich gerade. Nee, die haben gar keinen Balken. Okay. Irgendwas sagt mir, ein oder zwei von denen werden vielleicht nicht bis zum Ende des Kampfes hier bleiben, weil das sind ein bisschen zu viele Gegner. Okay. Also sie müssen wir definitiv erledigen. Oh Gott, sie hat Voron. Oh, 3. Aber sie wird davon runtergeschraubt. Oh wow. Sie hat nur Voron, das ist nicht schlecht. Okay, die Orkanaxt. Hätte ich gerne magische Axt mit Schwertkraft, Schmetterkraft. Hatte Anna viel Magie, ich weiß es nicht. So, und er hat Purgativ. Oh Gott. So, dann haben wir ein Silberschwert. Und nichts, ne? Stahlklinge. Ist irgendwie ungewohnt, hier menschliche Gegner jetzt zu sehen wieder. Okay. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich muss schon wieder pinkeln. Das wird jetzt irgendwie immer ein Trend hier in meinen Anfangsparts, ne, vor dem Kampf, aber ja, kommt davor, wenn man so viel trinkt, ne, also bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe natürlich hier wieder die Situation ausgenutzt, um mich schon mal hier vorzubereiten, habe alle Charaktere so platziert, wie ich jetzt will, wie ich mir das hier, wie ich mir den ersten Zug so zurechtlege und so, ne, und ja. Mein Plan ist mehr oder weniger, ich teile mich auf in zwei Gruppen, ne? Weil hier sind Thronen, ne? Und da sind auch Thronen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann die bekommen, ne? Ich habe mal zur Sicherheit Fram einen Einfrierstab gegeben. Falls sie mal irgendwie jemanden, weil nicht hier einfrieren muss. Ich hatte schon, bevor ich hier, was geändert habe,
ihn hier Lin gegeben, damit er vom Weiten hier schießen kann, ne? Also ich muss sozusagen dafür sorgen, dass ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann kommen hier Diebe, weil sonst wäre hier viel zu einfach, ne? Wir müssen nicht aufgepasst, sind hier schon irgendwo welche? Die werden wahrscheinlich von hier oder hier kommen, würde ich jetzt mal denken, ne? Dann gehen sie sofort hier rein, boom, boom, und dann gehen sie wieder, ne? Das wäre ziemlich doof, ne? Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn das so ist, dann wird das ein bisschen nervig, ne? Diebe sind immer nervig einzuholen. Aber ich glaube, wir müssen das eigentlich so schnell wie möglich machen und hinkriegen. So, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir 12 Einheiten mitnehmen konnten, weil genau all die Charaktere waren noch Level 14 bis auf Ivy, welche ich zum Heilen brauche. Alle anderen sind schon 15 und 16. Von daher ist das eigentlich perfekt. Also ja, gut. Mit 10 hatte ich mich auch noch zufrieden gegeben, aber 12 ist perfekt. Und ja, gut. Alle haben Ring, alle haben Goldring oder Platinumring. Also Fram, glaube ich, weil das hat auch ein Platinumring. Ja, sieht nach Platinum aus. So. Dann gehen wir rein. Wir müssen all diese Leute erledigen. Ich bezweifle, dass Hortensia die ganze Zeit hier stehen bleibt. Einfach nur, weil sie einen Luin hat. Und Luin hat nur einen Reichweite. Was bedeutet, nehmen wir mal an, sie bewegt sich nicht, ne? Dann kann ich mich einfach nur mit meinen Schützen hier hinstellen und die wegballern. Das wäre ein bisschen einfach, ne? Von daher glaube ich nicht, dass sie sich nicht bewegt. Sie wird sich definitiv irgendwann bewegen. Was hast du, Purativ? Also ja. Gleich müssen wir sogar mit ihr sprechen. Ne? Ich habe Ivy mitgenommen. Ich hätte so oder so Ivy mitgenommen, aber ich habe Ivy hier gerade mitgenommen und wir dürften eigentlich hier, weiß nicht, mal schauen, was hier noch passiert. Ne? So, ich wollte einige Leute hier abballern, weil ich wollte erst Ivy hier hinschicken, ne, damit sie hier so die Leute hier kaputt macht, aber sie wird von allen getroffen, weil hier überall Langschwere und so sind. Nein, keine gute Idee. So, erster Zug habe ich mehr oder weniger ein bisschen geplant. Wir packen Yunaka hier rein in die Säule, damit sie wieder nicht getroffen wird, ne? Ausweichrate 149. 0%. 0%. 0%. Niemand wird sie treffen. So, einfachster erster Zug aller Zeiten. So, dann haben wir hier noch ein paar Leute, ne? Da habe ich schon mal Dings hingepackt, ne? Sie kann ihn ein bisschen schwächen. Ja, dann vielleicht. Ja, okay. So geht's auch natürlich. Wäre jetzt nicht richtig gewesen. Ich habe sie mit einem Panzerbrecher hier noch. Also von daher, sie hätte den auch noch erledigen können. So, jetzt platzieren wir sie mal hier hin. Wird wahrscheinlich eher auf sie losgehen, ne? Aber so mal. Wäre wahrscheinlich eher auf sie losgehen, weil sie getroffen werden kann. Aber er hat einen Wurfball, das heißt. Sie hat gar nicht das Donnerschwert. So, dann wollte ich ihn hier empacken. Glaube ich, er müsste ja eigentlich überleben, ne? Wenn wir ihn hier empacken, dann blockiert er auch den Weg. So, ich habe ihm übrigens Lin gegeben, damit er von Weitem hier Gegner abschießen kann, falls ich es brauche, ne? Ja, doppelt so oder so nicht. Und werfe ich dir ein Langspiel ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, Lin ist am besten mit jemanden, der viel Stärke hat. Weil je mehr Stärke, desto mehr Schaden mache ich halt mit diesen Langstrecken-Angriff. Und daher sollte ich Lin auf jeden Fall jemanden geben, der viel Schaden macht.
So, ich hätte vielleicht erst mit Ivy angreifen sollen. Was mache ich eigentlich? Sie ist noch nicht. Ja, machen wir so. Also sie kann Leute von hier aus angreifen, was nicht schlecht ist. Ich weiß noch nicht, ob ich die Leute an ihr trigger, dass die auf mich zukommen oder so, ne? Hier ist ein Drache, die sind doch anfällig gegen Donner, ne? War nicht irgendwie was? Ne. Ne. War da nicht irgendwie was? Verwechsel ich das hier gerade mit Radiant Dawn? So, egal. Packen sie ein. Packen ihn hier in seiner 28 Tonnen schweren Silberwaffe. Oh, warte. Ich brauche jetzt nicht wirklich Heiler erfahren, aber keine Schaden. So habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, ich schicke auch hin, kann ich sagen, ne? Habe ich jetzt 6 Leute da? Einfach so. Da kann ich eigentlich Enya angreifen, ne? Ohne hat irgendwie was passiert. Zack. Ach, guck mal. Okay. Daneben. Ja, er wird natürlich treffen. Du kommst auf uns zu. Stimmt, du warst in Reichweite. Okay, Entschuldigung, hast du gerade nicht gedoppelt, Yonaka? Oh, die bewegen sich wahrscheinlich, weil ich... Da ist ein Dieb. Oder? Ehrlich? Jetzt schon? Okay, Entschuldigung, tust du ihn nicht killen? Das sind... Okay, ich bezweifle das, wenn ich in seiner Reichweite gehe, der auf mich losgeht. Ne? Okay. Ein Crit wird ja wohl drin sein, oder? Ah, ich lebe jetzt mit Crit-Waffen nicht critten zu können. Wunderbar. So, warte mal, was du willst. Du machst sie nicht fertig, ne? Nee. Also ja, ich muss mich beeilen wegen den Dieben. Na klar. Kann ich nicht rein. Ich habe das Gefühl, ich muss schon eher hier hingehen, ne? So, ich könnte hier Dings machen. Aber das macht nichts an Schaden. Seine Frage ist jetzt, ignoriert er uns oder geht er auf unsere Charaktere los? Ne. So, warte mal, du hast eine Ausweichfähigkeit von 89. 2%ige Chance getroffen zu werden. Du hast gar keine Chance getroffen zu werden, cool. Und der Pegasus da erreicht uns nicht. Ne. Also wir packen sie hier hin. Ich habe ja mal alle anderen Dolche auch noch gegeben, ne?
Nicht so Lapis, so macht man da 2% Chance. 2%ige Chance zu treffen. Und sie haut rein, ey. Sie schafft es auch noch, ey. Alter. Jeder schafft hier zu kritten, außer Lapis. Was ist das? So, bringen wir uns dahin. Und ich kann mit meiner Verteidigung von... machen wir halt mal so. Außer... Wie weit würde Dings... Ich könnte ihn noch einfach einfrieren, ne? Dann haben wir das Problem schon mal erledigt, ne? Ne, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Ich gehe mit Abwehrhaltung mal hier rein, ne? So, komm auf uns los, verdammt. So, ich pack hier hin. Dass du Stahllanze. Pff. Schaden machst du 26. Pff. Nur Schaden. So, wenn kann ich ja irgendjemand anlocken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wird irgendwie verlangsamt von. Ich glaube, sie kann Elfenlicht einsetzen, ohne davon untergeschraubt zu werden. Ne? So, ah, das ist ein Rittmeister, sehe ich gerade. Okay, so viel dazu. Nee, lass mal. Wer ist da oben? Schwertkämpfer, Stahlklinge. Was ist ein Langspeer? Ah, lass mal erstmal. Mach mal so. Stattdessen. Wir halten dich hoch. Schicken wir dich da rein. Ne? Langspeer, Stahllanze, 10, 11, 12, nichts. Hm. Oh, du. Nee, so viele Leute möchte ich nicht an. Aber er hat eine Verteidigung von 12, Mann. Okay, wenn ich ihn hier hätte, das wäre besser. So. Was macht der Dieb? Das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Aha, daneben. Wer hätte das gedacht? Also, wenn der Dieb jetzt ganz nach oben geht, ich müsste ihn eigentlich nur erreichen können, ne? Aua. Oh, mir gefallen die Crit-Chancen der Gegner nicht. Ja, der rennt einfach weg. Da kommt der andere Dieb. Muss ich doch. Aber ich müsste neu in Reichweite sein, ne? Du bist geface hier, man. Min Jung. So. Doch, nein, das gibt's jetzt nicht. Ah, Gott sei Dank. Der Bogen sieht irgendwie aus. Es könnte irgendwie aus Skyrim oder so sein. Hier die Dwemer hier. Diese Zwergenrasse, diese Pseudo-Zwergenrasse aus die Elder Scrolls. Ich meine, solange ich Fram eigentlich immer in Reichweite halte, ne? Möchte ich den eigentlich nicht einfrieren? Ich möchte es nur wahrscheinlich machen. Okay, 98, 121, aber das ist schon gefährlicher. Ich wünschte, ehrlich gesagt, du hättest dich bewegt.
Der wird mich jetzt ignorieren die ganze Zeit, ne? Hm. Erstmal hier. Jetzt auch ein Dieb erschienen, aber. Ja, da kommst du nicht weiter. Und dich kann ich locker hier eben bewegen, weil du nimmst von nichts Schaden. Hey, wie geht's, na? Oh, bitte lass mich treffen. Dusch, dusch, bonk. Hey, irgendwas sagt mir, den kriegen wir. Ja, so was von. Oh. Oh, der Rittmeister ist schon hier, verdammt. Der wird mich einfach ignorieren, ne? Und da kann ich nicht reingehen, da ist ein Magier. Dreck. Okay, ich meine, die einfachste Lösung wäre jetzt natürlich, Dings hier einzusetzen, ne? Lin. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Ich glaube, das mache ich auch. Weil sonst müsste ich nämlich ihn ja da reinschicken, ne? Aber er mit seinen 12 Verteidigungen wird nicht viel überleben, leider. Aber so. Du wirst jetzt sterben. So, den nehmen wir schon mal erledigt, ne? So, nun. Ich glaube, wir verheilen ja. Wir verheilen ja ein bisschen. So, ihn können wir eigentlich auch noch hier platzieren, weil er hat noch halbwegs viel Verteidigung. 19. Aber er ist super langsam, sehe ich gerade. Alter, was? Okay, 27. Ich bin von ihm gedoppelt. Dreck. Entschuldige, was? Wo ist er? Der Rittmeister ist da. Okay, wenn ich ihn so erledige. Meine wird so oder so gedoppelt, ne? 27 mal 2. Oh, cool. Ich hätte noch Etty und Citrin da gehabt. Also. Aber okay. So, und wir müssen jetzt irgendwie 19. Könntest du ihn, ne, obwohl, ne, ist auch gedoppelt. Aber man, der Rittmeister wird wehtun. Okay, ich muss den einfrieren, weil sonst, ich meine, ich könnte auch den hier alles looten lassen und dann zurückkehren kommen lassen und so, also was, aber wird dann wahrscheinlich voll nervig. Ja, du machst 30 Schaden. Die Sache jetzt, ich muss den ja auch erstmal treffen, ne? Aber 90%. Okay. Boom. Ja, du bleibst mal da, Kollege, ne? Warum erreiche ich niemand anderen? So, kann ich sie da reinschicken, ohne dass sie zerstört wird? 30 Verteidigung.
Sie überlebt natürlich wieder mit 1 HP. Ich muss so schnell wie möglich die Leute hier nach rechts bringen. Kommt es natürlich. Kommst da hin. Du hast einen Hammer, sehe ich gerade. Sagt er doch gleich. Müsste mich doch neben dem treffen. Ich bin mir sicher, kann man sich einfrieren Stäbe kaufen? Ich glaube ja, ne? Donk. Donk. Naja, und ich werde wahrscheinlich von einem gedoppelt, weil meine Servalanz eine Tonne wiegt. Okay, da stand doch gerade 3 Schaden, aber irgendwie habe ich trotzdem nur Dings bekommen. Aha. Hätte ja eigentlich auch ein Schwert geben können, ne? Was soll's. Hey, was geht? 2 Schaden? Ich meine, ich habe Ike ausgerüstet, ne? Und ihm Abwehr plus 2 gegeben von Ike, aber trotzdem, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ah, endlich was ich kontern kann. Doof. Okay. Mit etwas Glück kriegen wir den hier down. Ja, sieht gut aus. So, dich krieg ich sowieso nicht. Oh, ich dachte, ich habe einen Minotaur-Bogen. Mit wem hast du denn hier einen Support? Ja. Fangen wir dich mal dahin. Den Support zu fördern. So, verdammt. Ich kann ihn einfach verprügeln. Ja, und da oben ist ein Dings, ne? Von daher, oh, guck mal hier. Kann ich euch mal die Animation zeigen von Fram? Nicht schlecht. Oben wird ja wohl keinen Schaden nehmen, ne? Ne, wortwörtlich keinen Schaden. Ich habe ja mit ihr gegen Ike gekämpft, damit sie mehr Verteidigung kriegt. Da habe ich schon einige ihrer Animationen gesehen, die sind richtig klasse jetzt. Ich werde, glaube ich, genug Schaden anrichten können, ne? Ach, gehen wir mit ihnen rein. Okay, und dann brauche ich eigentlich nur hier. Na komm. Okay. Also voll die Tai Chi Moves drauf. So, Treffer von 110, das ist eine Trefferchance. Aha. Hat ja nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Oh Mann. So, haben wir schon mal den nervigen Part hier wahrscheinlich erledigt, ne? Ja, ne, hier, Donnerschwert. Jetzt greif mich an. Wag dich. So, habe ich einen Ritter tot? Habe ich sogar. Und den Rittmeister, den werde ich ja nicht treffen, ne? Wenn er da drin ist. Ah.
Also ich kann ja eigentlich voll locker noch chillen, ne? Ich mach mal dich platt. Also eine coole Rüstung, ne? So, sie müssen ihn eigentlich treffen können, ne? Da drin, ne? Aber nicht so eine gute Idee. Ah, er bremst uns ja voll ein gerade. Ich komme nicht vorbei. So. Der wird ja wohl nicht die ganze Zeit hier auf den losgehen, ne? Weil er kontern kann oder so, ne? Irgendjemand anderen hier reinschicken. Okay. Sorry. Ich nehme an, er geht eher auf Leute los, die nicht kontern können, ne? Von daher. Hey, einen Moment. Wird er durch meine Dinger hier angelockt? Ich meine Klone. Du machst 27, du machst 15 mal 2. So, aber vielleicht wird er eher durch meine Dings hier angelockt, ne? Was war dein Nummer? Oh ja, irgendwas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht auswendig. Ich weiß nur, war voll kompliziert. Na komm. Wir dürften eigentlich hier. Na rechts, Kollege. Ich glaube, ihn los. Au. Oh. Weiter ihn an, ey. Ich komme ja nicht vorbei. Ich muss ja schon weggehen, Kollege. Oh, perfekt. Oh, er stirbt aber dadurch nicht. Ja, wenn ich ihm einen Langspeer gebe, dann gehen die wahrscheinlich auf jemand anderen los, ne? Weil die gehen alle auf ihn los, weil er nicht kontern kann, ne? Die können alle ihre Langspeere die ganze Zeit werfen. Machen wir so, okay. Ja, einem Speer. So. Es kommt gefaced da raus, Mann. So. Ah, da kann ich nicht hin. Da ist ein Schütze. So, Yunaka. Sie ist der perfekte Köder, ne? Ich kann sie überall hin platzieren, ne? Gegner würden sie nicht treffen. Da ist ein, also ein Wolfs. Sie wird nicht getroffen von dem. So. Warte. Du wirst getroffen. Verteidigung 9. Aber dein Schlag, sehr gut. Lass mich raten. Ne, kriegt den aber noch nicht. Das sind diese unnötigen Crits immer so. So, und dann mal vor Protection. Und du gehst hier oben lang, damit. Oh. Und das kann man natürlich auch machen, ne? Dich anlocken. So. Ihr Kollegen.
Der Rittmeister geht mir auf den Nerven. Warte mal, du wirst ja nicht da reinkommen, ne? Nee. Du kannst da bleiben, du kannst da bleiben. Dich möchte ich vielleicht mal wegbewegen. So, wenn er jetzt nicht auf meine Klone geht, ne, die voll einfach zu erledigen sind, dann weiß ich auch nicht. Ausweich 89. Mal kurz rechnen, das heißt, oh wow. Frage ich jetzt, geht er lieber auf einen Klon los, der sich nicht wehren kann, oder geht er lieber auf ihn los? Weiß ich nicht. Will ich jetzt sehen. Ah. Ah, ich hätte eigentlich den Schützen da anlocken können mit ihm. Okay, jetzt immer noch auf ihn los. Ich glaube, er ist der Einzige, den er auch erreichen kann, ne? Ey, heb deine Lanzen auf. Oh, gar nicht getroffen. Kein Grund for Protection. Die geht immer noch auf ihn los. Also gehst du lieber auf jemanden los, der dich kontern kann, anstatt irgendwie ein... Das war natürlich jetzt ziemlich doof. Da haben wir keine Erfahrungspunkte bekommen. Wie jeder mit 5-6% krittet, aber Lapis schafft hier nichts zu kritten. Ja, cool. Ah, leider nichts zum Ausweichen hier gelevelt. Kein Glück oder Geschwindigkeit. So, was war das? So. Bleibt natürlich, oder, ne? Zack. So, jetzt darfst du noch mehr Schaden nehmen, ne? So funktioniert das doch, ne? Jetzt gehe ich herein. Perfekt. Und ich hole mir die dicken Erfahrungspunkte ab. Gute Nacht. So. Steht ja recht dämlich. Komme ich dem dahin? Na, ich nehme an, du kannst. Na. Das war getroffen. So, glaube ich, eine Heilerin, ne? Nichts an Erfahrungspunkte. Ist schon der weite Wickel ein, alles. Mann, ich komme hier nicht voran. Jetzt sind ja noch mehr Leute. Wir sind so versessen, sind auf den hier loszugehen aus irgendeinem Grund. Ah, cool, auf ihn kann ich nicht losgehen. Okay, dann habe ich eigentlich nur noch einen Plan hier übrig. Ah. Ich kann mit den Charakteren hier nichts machen. Also am Kotzen. Ah, ich muss hier hingehen. Damit ihr den Weg hier für die alle blockiert.
Gut, Ivy. Ja, sie ist die einzige Heilerin, die ich hier gerade habe. Er kann aber auch alles doppeln, ja. Zum Kotzen ist das. Außer sie. Sie ist wahrscheinlich wieder mit einem Schlag weg, ne? Ne. 27. 22. 16. Aber ich vergesse mal, wie das mit den blöden Dings hier funktioniert. Oh oh. Verdammt. Jetzt komme ich da nicht raus. Hm. Ja, auf eure ganzen Lanzen auf mich zu werfen. Hier liegen schon so viele am Boden wegen euch. Das hat mich umsonst gemacht. Oh, die kann ich nicht treffen, Mann. Oh, Gott sei Dank mal. Ja, schon wieder zu weit. Okay, mehr Verstärkungsdruck. Ich komme da auf der linken Seite nicht weiter. Oh. Mach ich mal kurz fertig. Alter. Sie hat genauso viel Stärke wie Magie, ey. Sie können einer der stärksten Charaktere werden am Ende. Was haben wir hier? Ein neues Stahlschwert. Sieht aus wie einigen Leuten, den ich nicht anlocken kann. Hm, 21. 24, nur gar keinen Schaden. Sehr cool. Jetzt mal hier hin. Obwohl, geh mal hier hin wegen Support und so, ne? Stimmt. Und du? Müssen wir dann da drinne, aber werden wir schon treffen, ne? Wir treffen auf 169, ja. So, ich muss dich jetzt hier platzieren, damit du hier alles blockierst. Warte mal, ich glaube, da war nicht so gut. Verdammt. Okay, du machst 11 Schaden mal 2. Du machst 11 Schaden mal 2. Ich muss ein Pogativ einsetzen. Dann hat Leon nicht aufgepasst. Okay. Ja, 20 Erfahrungspunkte. So. Wenn die mal auf jemand anderen losgehen würden als ihn, ne, dann wäre hier viel einfacher, habe ich so ein Gefühl. Kommen wir nicht voran. Das ist so kacke. Luis kriegt als einziges Erfahrungspunkte. Ja, wenn ich ihn hier mal, am besten wäre, wenn er hier da rausgeht, man.
du. Lock ihn da raus, ey. Ich muss ihn da rauslocken. Kann sich weitergehen. Na, hau ihn kaputt, bitte. Danke. Na, einer weniger. Da kann ich mal da auch schon treffen. Ah, endlich. Man, das hat eine Menge Schaden. Jetzt haben wir ihn noch ein bisschen getrennt, Mann. Langsam auf mich zu mich kam. Zu mich kam, wie auf, wie er langsam auf mich zukam, mein Gott. Na, Resistenz bitte. Nein. Okay, Verteidigung. Das heißt, der Typ macht uns keinen Schaden mehr. Und er auch nicht. Ich meine, er hat die gleichen Werte. So, ich habe diese gepanzerten Einheiten da voll blockiert. Oh, endlich. Boom. Oh, genau deswegen gebe ich dir eine Crit-Waffe. Zum Kritten. Aha. Wäre übrigens gut, wenn mein Hauptcharakter mal Level 20 erreichen würde. Wenn ich die Klasse wechseln kann, hoffentlich. Gott. Oh, das ist ein Krieger, sehe ich gerade. Mann, warum sehe ich das immer so spät erst? Okay. Aber mache ich nur dagegen, ne? Na, warte mal, wenn ich ihn erledige, dann bin ich eigentlich schon in Sicherheit, ne, mit ihm. Ja. Boom, boom. Da war er weg. So, du machst mir ja keinen Schaden, ne? Nö. Dann mache ich dich jetzt platt. Level 19. Oh, Figur. Perfekt. Ah, perfekt. Perfekt. Cool. Soweit so gut. So schwer ist das Kapitel nicht bisher. Nochmal runter, damit ich dich heilen kann. Ich zweimal heilen muss. Für zwei Erfahrungspunkte. So, die Situation nochmal erledigt. So, jetzt kommt er hier. So, gute Frage, ne? Wie mache ich den jetzt? Ja, Stahllanze. Die könnte ich eigentlich mit Ivy erledigen oder mit Zitrin. Aber wir machen erstmal ihn, ja. Halt. Oh, weiß mich gar nicht. So, will ich da mit ihm reingehen? Gott, wie mache ich denn ihn jetzt kaputt? Lässt sich ja wieder von nichts her treffen, ne? Ich habe keinen Ring hier oder irgendwie sowas. Ach. Ich sag, für meine zwei Magier sind die einzigen, die ich hier einsetzen kann. So. Ich würde sogar noch einen Angriff überleben. Okay, komm. Wäre sehr gut, wenn du treffen würdest. Danke. Ich hasse jetzt sowas sagen zu müssen. Wäre sehr gut, wenn du treffen würdest. So. Uff. Ich meine, wenn sie trifft, dann haben wir ihn.
natürlich. Okay, Citrin muss treffen. Nur so nebenbei, ne? Oh, ich hätte ihn erledigen können damit. So, Citrin, du musst jetzt treffen. Das bringt ihn sogar genau um, sehe ich gerade. Citrin, Citrin, Hochpräzision. Gut. Oh mein Gott, ey. So. Haben wir das. So, Magieangriff 20. Was ist eine Crit-Chance? Irgendwie vermisse ich irgendwie die Crit-Chance hier immer. 6. Glück ist natürlich hier nicht angezeigt. 14. Keine Crit-Chance. Ah, macht gar keinen Schaden. So. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf ihn losgehen würdest, aber irgendwas sagt mir, du gehst wahrscheinlich lieber auf ihn los, weil mehr Schaden, ne? Ah. Schaden. Also wenn jetzt nichts schlimmer ist, als die bekommen, dann wird das hier schon. Das ist ein einziges Hindernis. Ja. Au. Ich bin irgendwie überrascht, der uns nicht doppelt. Ich nehme mal mit Donner kann man gar nicht doppeln, ne? Und das würde ich mir jetzt nicht erklären können. Sie hat, glaube ich, 8 Geschwindigkeit. Er hat 0 Geschwindigkeit. Das heißt, sie müsste den locker treffen. Doppeln können. So, du machst 0 Schaden. Da kommen die nächsten. Mehr passiert ja auch nicht gerade. So, perfekt. Kommst du wieder? Boom. Machst ihnchen hier platt. Da können wir uns die Schatzrunde mal einverleiben. Ich fühle mich stärker, bin ich tatsächlich zufrieden. Ah, beachte mich gar nicht. So, glaube ich, komme mit den Heilungen hier aus. Sind wir nicht so verlockend, hier gerade Charaktere zu heilen? Aber ihn kriegt sie Erfahrungspunkte, ja, weil er auch Level 19 ist. Ne? So, er hier Langspeer, Geschicklichkeit von 16. Ja. Okay. So, Ivy. So, Citrin, du kannst dich um die kümmern. Alter. Da habe ich doch schon ein Feuerchen, ne? Ja. Weiß nicht, warum ich da trotzdem hinwechsle. Nicht so als jetzt. Das ist nicht so, als müsste ich hier irgendwie, weil nicht auf aufpassen, hier Gegenstände zu verbrauchen. So, du bekommst 2 Schaden. Ne? Ja, ich kann ich ihn packen zum Heilen. Mit er mir ja nicht abnippelt. Ne? Na, da kann ich gar nicht. So. Jetzt mal hier warten. Du hast mit der Silberlanze mal drauf. Und 2 Rüstungen gegeneinander kämpfen zu sehen, ne? Das ist furchtbar. In alten Fire Emblems war noch.
War noch schlimmer, wie so langsam am Laufen war, ne? Oh Gott, das ist eine weiterentwickelte Einheit. Warum sehe ich das jetzt immer erst zu spät? Mann. Ich sehe immer erst zu spät. Da kommen noch mehr Leute. Lieber nicht an Luis vorbeikommen. Tut mir leid.